Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz ist mit Dringlichkeit eingebracht worden. Das ist handwerklich schlecht, aber es ist eben auch symptomatisch. Man wusste es ja höchstens ein Jahr vorher, und Herr Juncker hat dankenswerterweise ja auch darauf hingewiesen. Am Anfang der Legislaturperiode ist es ja auch schon mal schiefgegangen, und man hat es nicht rechtzeitig geschafft für eine Besoldungserhöhung zum 1. August. Das ist schlechtes Handwerk, aber dass Sie es dann jetzt hier als Priorität anmelden von Seiten der CDU, hat mich dann doch überrascht, weil das ist ja was, was man herausheben möchte. Und da war ich jetzt gespannt, was Sie sagen würden, weil dass Sie es für bemerkenswert und hervorhebenswert halten, dass es eben noch nach unserer Rechnung 13 Jahre dauert, ehe man im Durchschnitt der anderen Bundesländer angekommen ist. Das finde ich schon bemerkenswert, und ich bedanke mich auch für diese Deutlichkeit, die Sie da zum Ausdruck bringen, dass Sie das für hervorhebenswert halten. Für die unteren Einkommensgruppen ist es besonders schmerzlich, darauf hat Herr Lux hingewiesen. Der Unterschied zum Durchschnitt der anderen Bundesländer beträgt 7%, der Unterschied zum Bund 10%, und den Zeitraum, in dem das noch so sein wird, den habe ich benannt. Also ein Riesenproblem, und dass Sie von der CDU, ich habe es jetzt auch aufgegeben, also all die Jahre, Sie haben zweimal versagt. Sie haben, Schwarz-Rot hat einen Haushalt, der absolut desaströs war, das wissen Sie, vorgelegt, und Sie waren weder zur Haushaltskonsolidierung bereit noch in der Lage. Dann aber, nach einem wirklich harten und sehr, sehr schwierigen Konsolidierungskurs von Rot-Rot, die Chancen, die es dann gibt finanziell, nicht zu nutzen und den Beamten, anders als versprochen, nicht auch was zurückzugeben, und gleichzeitig viel Arbeit in wenig Zeit und mit jetzt schon zu wenig Beschäftigten zu verlangen, da frage ich mich, wie das funktionieren soll. Wo ist die Wertschätzung? Wo ist die Realisierbarkeit? Und wo ist das ein zukunftsfähig aufgestellter öffentlicher Dienst? Das frage ich mich. Und diese Frage können Sie nicht beantworten, aber um sie wirklich noch sinnvoll zu beantworten, ist es jetzt auch zu spät. Wir waren von Anfang an in dieser Legislaturperiode verlässlich. Wir haben immer die gleichen Anträge gestellt, und ich freue mich auch, dass die Grünen sich jetzt unserer Strategie angeschlossen haben. In meiner Erinnerung war das im Dezember bei der Verabschiedung des Haushaltes noch anders. Auch wir verlangen keine Raketentechnik. Wir sagen 1% auf die Besoldungserhöhung der anderen Bundesländer draufzuschlagen. Das ist ein Anpassungskurs, der dann immer noch eine Legislaturperiode dauert, weil es sich um viel Geld handelt. Das sagen ja auch immer alle. Aber das ist ja auch der Spiegel dessen, worauf die Beamten verzichten. Also die Frage scheint mir eindeutig. Sie haben versagt.